So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe schon einen ÖPNV-losen Fahrscheinspaziergang hinter mir. War doch schön. Aber es geht ja noch. Wir fangen jetzt mal wieder zur Toso-Zeit an um 10.06 Uhr. Und bis ich alles hochgefahren habe, beginnen wir mit dem Bericht des Vorstandes, der üblicherweise mit Presse anfängt. Aber ich übergebe einfach mal an Nico. Jo, danke. Kann ich auch kurz... Also zur formale kurze Wortmeldung, nicht erschrecken, es geht um Folgendes, die Anträge, die von uns eingereicht werden fürs Plenum, derjenige, der das als Videovorstellung machen möchte fürs Plenum, möge bei uns, also bei mir, sich melden und dann drehen wir ein kurzes Video als Vorstellung des Antrags. Also das ist nur halt ein kleiner Hinweis. Ich schicke das nochmal per Mail, aber damit alle im Bilde sind, ja. Was? Noch, genau, noch ein Antrag zur Tagesordnung, glaube ich, von Olaf. Wir müssten noch mal neu über einen etwas geänderten Antrag zur Hebammenproblematik abstimmen. Von daher beantrage ich den Tagesordnungspunkt. Ich würde da auch gerne kurz drüber diskutieren, weil sich da jetzt eben die Sachlage etwas geändert hat und ob wir den Antrag dann noch stellen, wie wir ihn ändern, weil so wie er ist, kann er nicht gestellt werden, ob wir ihn zurückziehen, ob wir ihn ändern, wie wir damit umgehen. Den Tagesordnungspunkt möchte ich gerne noch beantragen. Damit wir die Anträge pünktlich fertig haben, würde ich vorschlagen, dass wir das direkt nach Bericht des Vorstands machen, es sei denn, es gibt jetzt Einspruch. Ja, die machen wir noch. Stimmt. Entschuldigung, Nico, wir hatten noch eine andere Formalie, nämlich nicht öffentliche Teile. Ich habe das Ding jetzt immer noch nicht auf. Es gab, glaube ich, noch den... Stimmt, du hast heute, hatten wir im Zug drüber gesprochen. Frank beantragt einen nicht öffentlichen Teil zum Thema. Personal. Oliver? Der Reihenfolge nach wäre das, erstens, der erste Antrag kam von Joachim, fraktionsöffentlich, Antwort von Frau Gödecke, der zweite Antrag kam von Vorstand, Nummer zwei, kannst du da herausschneiden. Der zweite Vorschlag kam vom Vorstand und betraf Bewerbungsverfahren, das... Und heute Morgen haben wir noch einen von Frank bekommen. So, jetzt guckt auch niemand mehr den Stream. Vielen Dank, Oliver. Gibt es Klärungsfragen, Verständnisfragen zu den nicht öffentlich beantragten Teilen? Nein? Okay, dann würde ich die zusammen abstimmen lassen. Wer ist dafür, dass wir diese drei nicht öffentlichen Teile machen? Die bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Wir machen das wie gehabt nach der Pause um ca. 11.45 Uhr. Ich denke, weil Toso mit Schmerzen, aber ich meine, wir haben das ja letztes Mal schon durchgerödelt und ich denke, wir bleiben dabei. Gut, dann haben wir das erledigt und wir kommen zum Bericht des Vorstandes. Nico, bitte. Dankeschön. Dann übernehme ich auch den Part der Presse. Wie er sicherlich mitbekommen habe, gab es da ein bestimmendes Thema. Das hat uns auch gestern in der Vorstandssitzung dann zum Glück beschäftigt und Zeit gekostet. Das war der Rücktritt eines Teils des Bundesvorstandes. Da haben wir uns Gedanken darüber gemacht. Wir haben uns dazu entschieden, dass von unserer Seite aus jedenfalls kein aktiver Handlungsbedarf an der Stelle besteht, sondern dass das Sache der Partei und damit des Landesvorstandes gibt. Da bestand auch ein reger Austausch und da auch an uns keine Presseanfragen herangetragen wurden, gab es da auch dann tatsächlich nichts zu tun, sodass wir da auch nicht irgendwie drin verwickelt waren. Wir haben gleichzeitig festgestellt, dass auf kommunaler Ebene sehr gute Pressearbeit
stattfindet, die dann teilweise eben durch diese Nachrichtenlage von Bundesseite überlagert wird und verdeckt wird leider, sodass dann die Wahrnehmbarkeit eben beeinträchtigt wird von uns im Kommunalwahlkampf, was wir bedauerlich fanden. Das war das aus dem Vorstand zur Presse. Wir haben, das ist damit eng verknüpft, den NRW-Tag auch noch besprochen. Da kann ich euch auf den neuesten Stand bringen. Es gab ein Gespräch mit der Verwaltung. Wir haben die Möglichkeit dort, also ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall jetzt besser einstielen können als den letzten NRW-Tag, wo wir quasi keine Vorbereitungszeit hatten. Wir werden das jetzt in Zusammenarbeit mit der Verwaltung so machen, wir können vom Landtag aus Werbematerialien nach Bielefeld liefern lassen, darum müssen wir uns nicht selber kümmern und stehen da 2-Euro-Paletten zur Verfügung. Wir müssten uns dann jetzt in der Folgezeit innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Wochen eben darüber Gedanken machen, welche Werbematerialien wir dort haben wollen. Es wird auch Display-Wände geben, so wie wir es bei uns aus dem Foyer kennen, so Hintergründe, Stellwände, die müssen dann noch entsprechend bedruckt werden. Was das Werbematerial angeht, wird sich da Ingo oder die Pressestelle eben drum kümmern. Es gibt da auch schon Ansprechpartner für Druckerei, die wird von allen übrigen Fraktionen auch genutzt, da es da keine großen Differenzen im Angebot gibt, ist die Empfehlung, sich dieser Druckerei ebenfalls anzuschließen oder sich in deren Hände zu begeben, was diese Werbematerialien vor Ort betrifft. Und ansonsten haben für diese Aktion die Pressestelle und vor allem Britta den Hut auf. Als Deadline intern wurde hier der 11.04. kommuniziert oder vereinbart. Bis dahin sollten wir halt von unserer Seite aus die Sachen alles geklärt haben. Was für uns hier und speziell für die Runde noch relevant ist, sind die Übernachtungsmöglichkeiten. Also wir müssten klären, wer daran teilnimmt. Da würde ich vorschlagen, kommt jetzt kurzfristig ein Doodle rum. Und anhand dessen werden wir den Übernachtungsbedarf klären. Bislang ist von Landtagsseite, von deren Planung her, ein Zimmer, ein Bett für uns im Kontingent vorgesehen. Ich wage mal zu behaupten, das wird nicht ausreichen, aber ich will da auch nicht vorgreifen. Also warten wir ab, was die Doodle-Umfrage ergibt, wer wann teilnimmt. Da würde ich auch gerne noch mal Rücksprache mit dem Daniel halten. Jetzt ist er leider nicht da, sonst hätte ich ihn jetzt direkt angesprochen, dann werde ich das im Nachhinein noch tun. Seine Erfahrungswerte vom letzten NRW-Tag, wie viel Manpower erforderlich ist. Und Frank, du könntest ja da auch noch mal was zu beisteuern, was da erforderlich ist. Ich denke, mit 4, 5 MDL sollten wir auf jeden Fall dort sein. Aber das können wir dann im Nachgang noch mal klären. Und dann von Vorstandsseite noch relevant ist das Thema Haushaltsplan. Da möchte ich aber nicht, kann ich jetzt mal halt kurz feststellen, dass wir den satzungsmäßig vorgesehenen Termin aufgrund der Umstände, die allen bekannt sind, jetzt nicht, also das wäre jetzt dieses Wochenende gewesen, den Haushaltsplan noch nicht vorlegen können. Da bitte ich dann im weiteren Verlauf der Tagesordnung, wenn wir dann zum Punkt kommen, um eine Fristverlängerung bis zum 30.04. Das ist mit den zuständigen Mitarbeitern quasi so geklärt, dass wir bis dahin in der Lage sind, diesen Plan dann zu liefern. Ja, das wäre es von meiner Seite aus. Dankeschön. Vielen Dank, Nico. Es gibt eine Rückfrage von Toso. Ja, danke, Simona. Ja, Nico, vielen Dank für den Bericht. Du sagtest gerade, zu dem Thema Bundesvorstand würde sich die Fraktion jetzt nicht weiter äußern wollen. Finde ich gut an der Stelle. Gilt das dann auch für jeden Einzelnen von uns? Und vor allen Dingen, wenn das dann doch jemand Einzelnes tut, möchte er sich dann bitte davon distanzieren, das als Fraktionsmitglied zu tun? Ich meine, das ist ja schon geschehen jetzt am Wochenende. Und dementsprechend finde ich es jetzt sehr scheinheilig zu sagen, dass sich die Fraktion da gar nicht einmischt.
Nein, ich kann natürlich hier nur für den Vorstand sprechen, wie wir das von Vorstandsseite aus sehen und dass wir im Namen der Fraktion dort keinen Handlungsbedarf sehen, wie sich einzelne MDLs verhalten. Liegt mir fern, da jetzt von der Stelle aus Einfluss zu nehmen oder irgendwie Anweisungen zu erteilen. Ich glaube, das steht mir nicht zu. Joachim? Also um das aufzuklären, ich überlege momentan gerade noch, ob ich als Joachim Paul, als Parteimitglied dazu konkret mal Stellung nehme. Das ist allerdings noch nicht entschieden, ob ich das tue, aber ich behalte mir das natürlich vor, das tun zu können. Kai? Also bitte, ich verstehe jetzt gerade das Problem nicht. Ich verstehe auch nicht, wovon Toso gesprochen hat. Wir sind alle Mitglieder dieser Partei. Und wir sind zudem noch gewählte Vertreter dieser Partei. Und ich glaube, man erwartet von uns sogar, dass wir da Stellung beziehen. Ich glaube, es finden tatsächlich auch einige Leute eher befremdlich, dass aus der Fraktion, also nicht aus der Fraktion als Gesamtes, sondern dass von den MDLs da in dieser Situation nichts kommt. Toso. Ja, dann ist das Spannungsfeld also nicht so wie von Nico beschrieben, von uns gar nicht soll nicht begangen werden, sondern du siehst das Spannungsfeld komplett anders, dass wir uns da äußern sollen. Ah, nicht als Fraktion. Nein, lass mich doch ausreden. Kai hat was ganz anderes gesagt. Kai hat gerade genau gesagt, wir als gewählte Vertreter sollen uns dazu äußern. Das hat Kai gerade gesagt. Also noch, Entschuldigung, nochmal. Nee, nicht nochmal, bitte anders. Nochmal ist das, was ich gerade gesagt habe. Nee, nochmal ist nicht, was du gesagt hast, sondern was du verstanden hast vielleicht. Wir haben als Mitglieder, und das habe ich als erstes gesagt, wir sind Mitglieder dieser Partei. Jeder Einzelne von uns ist Mitglied dieser Partei. Wir sind durch das Mandat in einer herausgehobenen Position und man erwartet von jedem Einzelnen von uns, dass er sich in dieser Diskussion positioniert. Das ist das, was... Nein! Dass die Fraktion sich da nicht kümmert und der nächste Wortbeitrag ist, wir als MDLer müssen uns aber kümmern. Was jetzt? Ey, die Sache ist doch so, was ich mache als MDLer, mache ich als MDLer. Das ist egal, was die Fraktion macht oder nicht. Wenn ich es mache, mache ich es als MDLer, da komme ich nicht drum rum. Olaf, jetzt laufe ich im Bett nicht rum. Ich auch. Ich habe das Gefühl, ihr wollt alle irgendwie das Gleiche, aber okay, Michelle. Ja, ich finde gut, dass ihr euch alle einig seid. Ich versuche das nochmal mit meinen Worten zu sagen. Vielleicht wird es dann klarer, so wie ich Kai verstanden habe. Anders kann ich es ja nicht ausdrücken. Aber ich habe Kai so verstanden, dass wir uns als MDL äußern, als Parteimitglieder äußern, also als Einzelperson, aber eben nicht als Fraktion. Und das ist der große Unterschied. Und das ist auch das, was eigentlich die Frage war, die ich bei dir, Thorsten, am Anfang verstanden habe. Sagen wir was als Fraktion oder nicht? Und die Antwort heißt, nö. Aber Einzelne können auch als MDL und in ihrer Funktion als MDL was sagen, nur eben nicht als Fraktion. Ja, und das wollen, glaube ich, alle. Gut. Ansonsten, wenn ihr noch Diskussionsbedarf habt, macht das doch vielleicht auf dem Kaffee nach der Fraktionssitzung. Aber ich habe das Gefühl, das passt schon. Gut, keine weiteren Wortmeldungen mehr zum Bericht des Vorstandes. Das heißt, wir kommen zu Top 3. Das geht schnell. Es geht nämlich um Umlaufbeschlüsse. Und da keine vorhanden sind, brauchen wir da auch nicht mehr drüber sprechen. Wir kommen dann zu Top 4. Nutzung des Abstimmungstools Redmine, Abstimmungen im Plenum, eingebracht von Michelle. Frank, was? Entschuldigung, hattest du nicht eben gesagt, wir wollten die Anträge? Mir leid, du hast vollkommen recht. Ziehen wir jetzt, du hast recht, gut, dass du mich daran erinnert hast. Wir wollten den leicht geänderten Antrag vorziehen, das heißt, wir reden jetzt über den geänderten Antrag von Olaf. Bitte schön. Also, er wird jetzt sehr wahrscheinlich, oder er wird geändert, je nachdem, wie sich jetzt hier die Fraktion entscheidet. Die Sachlage hat sich geändert. Ich skizziere das mal nochmal eben schnell. Es ging ja darum, dass wir die Landesregierung auffordern, mit dem Antrag sich dem
der Bundesratsinitiative aus Schleswig-Holstein anzuschließen. Sie hat es in letzter Minute schon von sich aus getan. Letzte Minute heißt, sie ist immer noch nicht auf dem Dokument, was vom Bundesrat veröffentlicht ist, auf der Bundesratsseite, aber im Web ist sie schon genannt als Mitantragsteller bei der Initiative. Das heißt, sie jetzt aufzufordern, die Initiative zu unterstützen, macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt können wir einmal, ich überziehe es jetzt mal, jetzt können wir einmal einen Lobgesang auf die Regierung machen. Wir begrüßen, dass die Regierung gemacht hat, oder wir ziehen den Antrag ganz freundlich einfach zurück. Ich kann mit beidem leben, ich kann mich auch nicht so richtig entscheiden. Es kommt darauf an, wie es wahrgenommen wird. Innerhalb der Hebammen kriege ich mit, dass die es wahrnehmen würden. Ob man für diese potenzielle Wählergruppe oder überhaupt für diese Bevölkerungsgruppe das jetzt alleine machen sollen, ist eine Frage, muss auch entschieden werden, finde ich jetzt von der Fraktion. Und wie gesagt, ich kann mit beidem leben, wenn wir den zurückziehen, genauso wenn wir jetzt daraus machen, wir finden es gut, dass die Landesregierung sich der Sache angeschlossen hat. So, dann habe ich als erste Wortmeldung den Nico. Dankeschön. Ja, danke für die Information, Olaf. Was die Frage anbelangt, Änderung oder Zurückziehen, möchte darauf hinweisen, wir haben nicht wenige Anträge jetzt von unserer Seite zum Plenum gestellt. Wir würden voraussichtlich mit diesem Antrag ja sowieso irgendwo in die Abendstunden rutschen. Dann ist auch die Frage, was wäre dann sozusagen da an öffentlicher Wahrnehmung mit zu erreichen? Und du hast ja sozusagen schon angedeutet, es ist letztlich dann nur noch mal ein Lobgesang auf die Regierung. Dann sitzen wir 19 dann da mit, 19 Abgeordneten der übrigen Fraktionen und versichern uns, dass die Landesregierung an der Stelle alles richtig gemacht hat. Weiß ich nicht, ob das zielführend ist. Wichtig wäre natürlich, das Signal an die Hebammen zu geben. Aber das haben wir ja gemacht, das können wir auch kommunizieren, dass das Beschlusslage ist. Das können wir auch noch mal präzisieren in einem Umlaufbeschluss von mir aus. Das weiß ich jetzt, oder ich meine, der Antrag ist ja beschlossen. Also es ist Beschlusslage, das können wir auch kommunizieren. Von daher wäre ich jetzt an der Stelle, wenn nicht weitere Argumente kommen, dafür den Antrag einfach zurückzuziehen. Michel? Ja, mein erster Impuls war, wir haben den Antrag gestellt, das ist unser Ding, das ist unsere Meinung. Wir sollten jetzt auch im Plenum sagen weiterhin, dass das unsere Meinung ist, auch wenn es dann halt zu einer Lobhudelei auf die Regierung kommt. Aber im Nachhinein, wir haben das Ding öffentlich diskutiert, im Mumble ist ja nur relativ öffentlich. Und wir könnten, und das wäre, glaube ich, das, was ich vorschlagen würde, da die entsprechende Mitteilung zu rausgeben, dass wir diesen Beschluss hatten, dass wir gut finden, dass die Landesregierung das jetzt umsetzt und wir können unseren Antrag eigentlich zurückziehen. Moni? Dann Oliver. Um es komplizierter zu machen, wir können den Antrag natürlich auch schlicht und einfach entweder nicht in diesem Plenum behandeln und lassen erstmal liegen, bis auch klar ist, dass die wirklich, dass das wirklich alles den Gang geht, den wir sehen. Also, ne? Oder was wir natürlich auch tun können, ist ohne Debatte direkte Abstimmung, ob das ob viele Leute das tun oder ob das oft vorkommt, weiß ich nicht, aber ohne Debatte direkte Abstimmung geht natürlich auch, dann ist ja auch behandelt und ist nachher auch in der Parlamentsdatenbank entsprechend vermerkt. Da wird auch niemand was gegen haben, glaube ich, niemand wird sagen, ist doch eh, weil können sie auch nicht, ist ja ohne Debatte. Es wird auch bestimmt niemand dagegen sich beschweren, dass er ohne Debatte ist. Also das wäre momentan eigentlich so meine favorisierte Lösung. Dennebert? Das Argument, es geht nur um eine ganz bestimmte Wählergruppe, das sehe ich nicht. Ja, sie haben als Wählergruppe, ich sehe die nicht als geschlossene Wählergruppe, weder für uns noch für irgendjemand anders. Das ist eine gesellschaftlich wichtige Sache. Die machen die Geburtshilfe hier und das nicht nur heute oder diese Woche, sondern ihr ganzes Arbeitsleben lang. Ja? Also das ist überhaupt kein Argument. Das andere Argument mit öffentlichen Aufmerksamkeit, da haben wir halt keinen Einfluss drauf, das wissen wir. Ist völlig egal, ob es in den Abendstunden ist oder in den Morgenstunden. Wenn du öffentliche Aufmerksamkeit erregen willst, musst du halt mit Sandalen auch rumlaufen, dann geht das. Und
Ja, ich habe nichts dagegen, die Regierung zu loben, wenn sie etwas tut, was wir auch getan hätten, was wir richtig finden. Also ich bin dagegen, so eine Fundamental-Oppositionsnummer zu fahren, wo man immer nur die Regierung kritisiert. Man kann auch mal sagen, die haben hier was richtig gemacht. Und wir stimmen ja zum Teil schon mit der Regierung und wir machen gemeinsame Anträge mit den Regierungsfraktionen, auch in anderen Fragen. Also habe ich da jetzt kein Problem mit, das auch hier zu machen. Olaf? Also das eins möchte ich jetzt nur eben so sagen. Ich wollte damit in keinster Weise sagen, dass das kein gesellschaftliches Problem ist. Es betrifft zumindest alle Frauen, die planen oder derzeit schwanger sind oder es planen, irgendwie in der Zukunft zu werden. Die Frage war nur vorhin, wen erreichen wir damit, wer bekommt es mit, dass wir diesen Antrag einbringen. Und das glaube ich nicht, dass das jetzt die breite Masse tut, wenn der abends um 19 Uhr behandelt wird. Das war die einzigste Frage, die ich dazu noch in den Raum gestellt habe. Ansonsten ist natürlich auch nochmal hier die Überlegung vom Oliver, das Ganze ohne zu machen. Und wir sollten noch eine Sache bedenken, dass unter Umständen heute noch der Nico einen Antrag dort mitbekommt, der von der Regierung kommt, der eigentlich auch in die Richtung geht, wir begrüßen das. Weil ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass die das selber noch für sich dann loben wollen. Hm? Moni. Ja, erstens finde ich, ist es eine ganz normale Sache. Wir haben einen Antrag gestellt, die Entwicklung hat sich verändert. Das, was wir beantragen, hat sich erledigt. Weiß ich nicht, warum wir jetzt einen Antrag stellen. Mit der direkten Abstimmung ohne Debatte sehe ich nicht so, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie dann trotzdem eine Debatte machen und in unserem Antrag wieder irgendetwas finden, was halt gerade nicht, ne? Die Zeit zu kurz, zu lang, kennen wir alles. Also ich bin mit auf dem Antrag drauf und ich denke, das ist einfach Unsinn, einen Antrag zu stellen, wenn die Landesregierung das, was wir beantragen, bereits umgesetzt haben. Insofern verstehe ich das nicht. Ja, ich sehe keine weiteren Worte mehr. Oliver. Wenn die Tendenz in die Richtung geht, den zurückzuziehen, dann würde ich ihn aber erst zurückziehen, praktisch in der PGF-Runde. Ich will jetzt mal Blick auf Nico. Falls der Antrag tatsächlich von der Regierung kommt, dann sollte unsere aber mit in die Mitberatung. Nico und dann Daniel. Ja, nur zur Info, wir können den Antrag eine Minute vor der Debatte zurückziehen. Also das ist, können wir jederzeit machen. Grüße an den Stream und jetzt der Daniel. Ja. Taktische Glanzleistung, würde ich sagen. Olaf, ich wollte nur noch fragen, wir hatten ja gestern schon mal kurz drüber gesprochen, hattest du noch mal mit, ich sag mal, kreativen Köpfen nicht gestern zusammengesetzt, ob es gegebenenfalls irgendeinen Move gibt aus dem Antrag oder dem Antrag irgendeine Richtung zu geben, die eben über ein Lob der Landesregierung dann hinausgeht bei einer Änderung des Antrags? Olaf. Kann ich so antworten? Ich glaube, das wird derzeit eine schwierige Sache. Ich habe gestern mit der AK Gesundheitspolitik sowieso mal geredet, allgemein wegen einer anderen Sache, wegen einer Veröffentlichung von denen und merkte auch, dass zu der Problematik Hebammen allgemein doch ein sehr, sehr breites Spektrum an Meinungen herrscht. Das heißt, viel mehr als sich jetzt wirklich darauf einigen, dass man diese Initiative aus Schleswig-Holstein unterstützt, halte ich derzeit für schwierig, da jetzt wirklich einen eigenen Dreh reinzugeben. Ich habe zumindest in den Gesprächen gemerkt, dass mein Dreh nicht unbedingt nicht der Dreh sein muss, der von der allgemein akzeptiert würde. Und deswegen möchte ich da auch eigentlich keine große Aussage jetzt machen für uns als Fraktion oder als Partei, was wir da vielleicht mehr wollen als wie dieser Antrag, weil was anderes sehe ich nicht, ne? Als dass man mehr fordert, als wie dieser Antrag in Schleswig-Holstein schon jetzt ist, dass man sagt, wir wollen es noch radikaler, sage ich jetzt mal, wir wollen es jetzt allgemein, jetzt nicht auf den Antrag bezogen, das Wort radikal, wir gehen einfach in eine bestimmte Richtung. Aber da muss ich dir sagen, da ist die Richtungsabgleich mit der Partei, war mir dann doch zu, merkte ich gestern, dass da zu viele Differenzen bestehen, als dass ich das jetzt bestimmen möchte, in welche Richtung das radikaler geht oder extremer oder direkter, wie man jetzt auch immer das Wort dann nehmen möchte. So, wir haben keine weiteren Wortmeldungen mehr.
Dann sollten wir abstimmen. Der Antrag war ja eigentlich positiv zur Einbringung abgestimmt. Das heißt, wir würden jetzt abstimmen, den Antrag nicht einzubringen, ja? Olaf, oder wie möchtest du das haben? Nein, es gibt eigentlich jetzt durch Oliver drei Optionen. Einmal einbringen, einmal nicht einbringen komplett, klar. Und einmal in der geänderten Fassung, weil so wie er gestellt ist, kann er nicht eingebracht werden, weil da macht er wirklich keinen Sinn. Und die geänderte Fassung wäre dann eben von, wir fordern die Landesregierung auf, ändern nach, wir begrüßen, dass die Landesregierung getan hat. Und dann ist eben noch die Frage, ob man das mit einer direkten Abstimmung oder mit einer Debatte machen. Ja, ist okay, es sind drei Optionen. Wobei man erstmal auch ganz klar erstmal die erste Entscheidung entweder oder machen kann und dann die zweite Entscheidung entweder oder machen kann, wenn es überhaupt zu der zweiten Entscheidung kommt. Okay, Daniel und dann Michelle. Ich würde gerne über die Option abstimmen, den Antrag momentan stehen zu lassen. Und Olaf signalisiert, sage ich mal, vor der Plenarsitzung, wo er dann beraten wird, ob der Antrag dann zurückgezogen wird oder nicht. Bitte? Moni, für die Option, die Olli vorhin auch noch erläutert hat. Michelle, dann hast du ihn da stehen, wir können Michelle ihn zurückziehen, zurück, alles ist gut. Und dann jetzt Nico? Ich würde mich diesem Vorgehen dann, was quasi in die Richtung von Olli und Daniel geht, anschließen, weil es die Option offen hält, tatsächlich noch Änderungen zu machen, über genau. Die wir jetzt nicht ad hoc werden abstimmen können, so wie ich uns kenne, weil wir eben keinen konkreten Änderungstext jetzt innerhalb von 2 Minuten zustande kriegen. Und dann könnten wir in der nächsten, notfalls in der nächsten Frasi oder per Umlaufbeschluss darüber beschließen, ob wir das Ding zurückziehen. Das wäre, glaube ich, jetzt ad hoc die beste Möglichkeit, weil sie uns alle Handlungsoptionen offen hält und uns nicht einschränkt. Und wir können dann immer noch zurückziehen, wie gesagt, auch noch kurz vor der Plenarsitzung. Jetzt doch nochmal, Michelle. Ja, ich möchte darum bitten, dass das Plädoyer von Daniel gerade als Antrag jetzt genommen wird und abgestimmt wird und dass da nicht nur steht, Daniel D. plädiert dafür. Danke. Gut, dann würde ich den jetzt auch als erstes abstimmen wollen. Der Antrag ist, den Antrag jetzt so stehen zu lassen und bis zum Plenum zu warten. Wer kann dem zustimmen? Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist nicht vollstimmig. Das ist einstimmig. Nee, okay. Wer enthält sich? Okay, einstimmig bei Enthaltung, bei einer Enthaltung, fast einstimmig. So, dann lassen wir den jetzt also. Ja, der zweite Teil gilt. Wer entscheidet über den Rückzug des Antrags? Ja, ich denke, die Antragsteller, oder? Nee. Nico hat dafür plädiert, das per Umlaufbeschluss zu machen. Daniel Müller hat eben dafür plädiert, dass. Dass wir das in der Frage über den Umlaufbeschluss machen. Nee, das ist Olaf, das war. Das hat dann der. Habe ich nochmal? Also, mir ist das relativ gleich. Also, ich würde so weit gehen mit diesem Vertrauen, dass ich Olaf da die Entscheidung überlasse, ob er entweder noch irgendeine Änderung einbringt, über die wir dann abstimmen könnten, oder ob er dann halt irgendwann jetzt im Laufe der nächsten 7 Tage sagt, wir ziehen diesen Antrag zurück. Für mich ist das okay. Also, wir haben jetzt hier drüber debattiert, wir kennen alle die Rahmenbedingungen und Olaf ist derjenige, der da am nächsten dran ist und sollte das letzten Endes kurzfristig entscheiden können. Olaf? Dann habe ich jetzt noch eine Sache, dann würde ich gerne jetzt noch formell über die Änderung abstimmen lassen, dass wir die Landesregierung loben, sage ich jetzt mal, weil das ist schon mal die Sache, die wäre dann durch und dann entscheide ich noch, ob sich im Laufe der Dinge, ob sich da noch was machen lässt. Weil so wie er jetzt da steht, ziehe ich ihn auf jeden Fall zurück. Also so lasse ich ihn auf keinen Fall da stehen. Frank? Also mit dem Nachsatz von Daniel hätte ich dann auch noch zugestimmt, weil im Moment, wir haben jetzt
sagt, den Antrag so stehen zu lassen, der aber laut Aussage von Olaf halt keinen Sinn mehr macht. Das fand ich dann etwas problematisch, weswegen ich mich gerade enthalten habe. Mit dem Punkt Loben, eine Frage. Die Landesregierung hat sich dem Antrag der Bundesratsinitiative angeschlossen. Wie weit ist denn das Engagement der Landesregierung dabei? Weil eine Debatte, wenn wir sagen, wenn wir den Antrag ändern, wir begrüßen das, dann fordern wir ja letztlich auch ein öffentliches Bekenntnis, zumindest im Plenum, im Redebeitrag, was das Engagement angeht. Ich weiß nicht, ob das der Sache etwas bringen würde. Zumindest die Fraktionen, die Landesregierung fordern wir ja nicht, aber zumindest die Fraktionen halt aufzufordern, sich mehr zu bekennen. Kannst du da noch mal was zu sagen? Olaf. Ein Indiz dafür, dass sie sich ein bisschen schwer tun, ist eben, dass sie es wirklich erst am Freitag gemacht haben, während andere Bundesländer sich schon früher angeschlossen haben. Und daraufhin werde ich Sie auch fragen, wo dann Ihr zögerliches Verhalten herkommt und ob Sie das mal erklären können und ob Sie jetzt wirklich hinter dem Antrag stehen oder nicht. Klar, es würde in die Richtung laufen, jetzt wirklich Butter bei den Fische, liebe Regierung. Ne? Und unter Umständen ist es, aber das habe ich auch noch nicht, da kann ich auch nicht sagen, unter Umständen ist es ein Konflikt auch nochmal untereinander, weil die Grünen sind definitiv dafür. Da ist nicht die Frage. Hat denn jemand was dagegen, dass wir Olaf das Vertrauen aussprechen, dass er, falls Änderungen macht, das dann eben entsprechend noch in eine sinnvolle Weise abzuweichen, wenn er ihn nicht zurückzieht? Gibt es da Widerspruch? Auch keine Frage. Dankeschön, Frank. Gut, dann, ja, Michelle will noch die letzten 30 Sekunden, die wir zu dem Antrag haben. Ja, das sage ich dir jetzt. Wir haben eine Abstimmung gemacht. Dann wurde danach im Pad der Text der Abstimmung, die eigentlich schon gelaufen war, geändert. Ich würde sagen, wir stimmen jetzt über diesen neuen Antrag nochmal ab. Denn da steht auch das mit Olaf drin und alles, was nach dem Beschluss noch besprochen wurde. Lass uns das bitte nochmal abstimmen. Gut, dann folge ich noch. Wir stimmen nochmal neu ab, wir stimmen noch mal neu ab, um genau der Formulierung im PET zu folgen. Und dort steht, Antrag im Moment so stehen lassen, bis zum Plenum zu warten, um die Option für Änderungen noch offen zu halten. Gegebenenfalls trifft Olaf die Entscheidung, den Antrag zurückzuziehen. Wer kann dem so zustimmen? Dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann das ist nicht mein Problem. Dann kommen wir zum nächsten Top Nummer 4. Jetzt aber Nutzung des Abstimmungstools Redmine Abstimmung im Plenum, eingebracht von Michelle. Michelle, bitteschön. Ja, überraschenderweise möchte ich keine Tool-Diskussion führen. Ja, ist blöd, ne? Könnte ich eigentlich mal machen. Nein, mir geht es tatsächlich darum, dass ich eine Klarstellung möchte. Und zwar gab es beim letzten Plenum zwei Personen, die haben ihr Abstimmungsverhalten vor dem Plenum schon ins Redmine geschrieben. Ich finde das eher unglücklich, weil es nun mal auch Abstimmungen gibt, wo man nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt Abstimmungen, die dazukommen, wenn zwischendurch Entschließungsanträge kommen und so weiter. Das heißt, sich vorher hinzusetzen, einmal alles durchzuklicken, oder alle Beschlussempfehlungen zu übernehmen oder was auch immer und dann sich nicht mehr um das Tool zu kümmern, geht halt nicht. Zumal es auch einfach die von uns eigentlich mal propagierte Ehrlichkeit durchbricht, dass wir gesagt haben, wir wollen, wenn wir nicht da sind, auch tatsächlich sagen, dass wir nicht da waren, das eventuell auch begründen, damit auch Leute draußen mitbekommen, was hier während Plenarsitzungen so passiert und was auch so Verhinderungsgründe sind, warum man an Abstimmungen nicht teilnimmt und so weiter. Wenn man vorher hingeht und einmal alles durchklickt, finde ich das sehr unglücklich. Ich habe mich darüber gefreut, dass sich niemand darüber aufgeregt hat, dass ich bei diesen Personen dann hingegangen bin und habe das Abstimmungsverhalten einfach zurückgesetzt, wenn sie nicht da waren. Ich hatte gehofft, dass das ein bisschen Einsicht war. Jetzt kann der Nico sich darüber aufregen. Ist das nicht schön? Gut. Toso und dann Daniel. Ja, zum einen, ich war zum Beispiel davon betroffen. Ich hatte Michelle das auch erklärt. Von der Erklärung ist anscheinend nichts hängen geblieben. Ja, genau, hinterher.
Zwei Dinge dazu. Ich hatte versucht, abends die Abstimmung nachzuholen, die ich im Plenum nicht wegen des mangels Device nicht aufzeichnen konnte, zu tätigen am Bahnhof. Wir haben ja ein bisschen auf unseren Zug gewartet, ein Stündchen. Also wollte ich die nachtragen. Das ging in dem großartigen Tool aber mal wieder nicht mehr. Das war schon weg. Schade an der Stelle. Hat mich geärgert. Dann habe ich alleine aus Trollerei schon mal den nächsten Tag fertig gemacht, weil ich das Tool an der Stelle schon scheiße fand. Tool-Diskussion an der Stelle. Das habe ich dir auch erzählt. Danach hast du mir gesagt, dass du meine Abstimmung verändert hast. An der Stelle ist das Tool für mich dann tot. Viel Spaß noch damit. Daniel? Ja, Toso. Also ich glaube, wir wissen ja alle, dass dieses Tool noch, also die grafische Benutzeroberfläche, über die wir sprechen, ne, auf Smartphones etc., dass die letzten Endes derzeit noch in der Entwicklung ist. Ne? Das ist soweit kein Problem. In Redmine das Ganze zu finden, ist relativ easy. Also bislang zumindest, seit wir, weiß nicht, seit 6, 7, 8 Plenarsitzungen das machen, wird immer eine entsprechende Abfrage erstellt. Entweder, bitte? Also seit April 2013. Also Kai und ich machen das seit etwa 1,5 Jahren oder irgendwie sowas, oder zumindest seit einem guten Jahr. Aber generell über die Fraktion läuft das mindestens seit 6 oder 7 Plenarsitzungen. Ist aber auch nicht wild. Was ich sagen will ist, im Redmine findest du immer die Abfragen, wo du auch im Nachhinein die Dinge ja letzten Endes noch ändern kannst. Womit du absolut recht hast, ist die Problematik, dass andere an Abstimmverhalten ändern können. Finde ich auch nicht gut, dass Michelle das rausgenommen hat, so sehr da irgendwie das blöd fand, dass da schon im Vorfeld irgendwas abgestimmt wurde. Aber das muss verhindert werden und ist meines Wissens auch IT-technisch in Gang. Ich glaube, da geht es irgendwie noch um ein Versionsupdate, was eingespielt werden muss. Frank und Dennebert, wenn euch das nicht interessiert, geht einfach raus. Also das sollte mit dem nächsten Update von Redmine selber erledigt sein, hat wenig mit der grafischen Benutzeroberfläche zu tun. Fakt ist aber auch, diese Vorabstimmung, also die Abstimmung schon im Vorfeld auszufüllen, sollten wir halt auf gar keinen Fall machen. Denn wenn wir tatsächlich irgendwie vorhaben, damit Abgeordneten, Watch oder sonstiges irgendwie zusammenzuarbeiten, ist das, sagen wir mal, mindestens suboptimal, wenn da nicht tatsächlich das wirkliche Abstimmverhalten abgebildet wird, sondern das Abstimmverhalten, wie man vielleicht gerne abstimmen würde am nächsten Tag. Das ist irgendwie blöd. Nico, ich hab dich, Tobi. Ja, daran anschließend, Daniel, genau. Wenn wir, bevor wir damit irgendwie großartig nach außen gehen, sollte meiner Meinung nach beides ausgeschlossen sein. Also, dass da irgendwas steht, was nicht stattgefunden hat. Und was gar nicht geht eben, dass da was steht, was jemand anders für mich abgestimmt hat. Also das sollte uns klar sein, dass das beides keine Optionen sind, die Realität werden können, sondern das muss eben ausgeschlossen sein. Und dann sollten wir uns die Zeit dann da auch geben. Und es ist ja alles lösbar, denke ich. Und dann werden wir das auch so hinkriegen, dass das hoffentlich von allen akzeptiert wird und angenommen und dann auch benutzt wird, weil das würde uns allen ja dann auch letztlich was bringen. Olaf? Will nicht mehr, dann kommt jetzt der Michel rein. Ja, ich wollte eigentlich keine Tool-Diskussion machen, jetzt haben wir sie doch einigermaßen, aber gut, schwierig. Ja, ich bin außen wieder eingetreten, ich darf sagen, ich bin neu. Okay. Ja, also, mir ging es tatsächlich darum zu sagen, wir haben relativ große Pläne mit diesem Tool und wenn wir tatsächlich einen Datenexport machen wollen, wenn wir tatsächlich hingehen wollen und wollen sagen, so haben wir als Fraktion abgestimmt, dann müssen wir A, das alle benutzen, B, das alle richtig benutzen. Und wir haben uns ja auch mal darüber unterhalten, dass man, bevor wir das Tool hatten, dass man so Dinge tun könnte, wie die Fraktion bei jeder Abstimmung fotografieren und das hinter entsprechend auswerten, veröffentlichen und so weiter. Nichts anderes habe ich in dem Moment gefühlt getan, nämlich zu sagen, okay,
Ich sehe die Abstimmung, da stehen schon drei Leute drin. Die Abstimmung fängt an und ich drehe mich um und gucke, wie viele Leute sind da und sind nicht da und sehe, dass zwei Leute nicht da sind, die schon abgestimmt haben. Ich will mich in dem Moment gar nicht verteidigen, sondern ich will einfach sagen, bitte macht es, benutzt es live, bitte benutzt es so, wie wir es eigentlich benutzen wollten. Ich verspreche hiermit, dass ich es nicht mehr ändern werde. Und in der IT-Gruppe wurde ja auch schon besprochen, dass mit dem nächsten Update vom Redmine es auch gar nicht mehr es zu machen ist, dass das nicht mehr geht, dass man für andere abstimmt. Und wenn wir uns alle an die Regeln halten, dann wäre ich da schon sehr zufrieden. Dann hätten wir eine ehrliche Abstimmung und dann können wir das Ganze auch weitergeben und können sagen, wir machen hier den nächsten Schritt im Parlament. Toso. Ging schnell, ich dachte, da wäre noch jemand vor. Egal. Eine konkrete Rückfrage, Michelle. Du sagtest gerade, mach das live. Ich sehe das nicht unbedingt nur. Genau. Genau. Das ist die Rückfrage. Dann dein Versprechen in allen Ehren, aber es muss selbstverständlich in Software gegossen sein, dass das halt nicht änderbar ist. Keine Frage, glaube ich, an der Stelle. Bitte? Ja, ist mir egal. Dann zum anderen noch, woran hat es denn jetzt eigentlich gelegen? Ihr sagtet gerade, ihr nutzt das seit anderthalb Jahren. Also mir ist das Tool jetzt seit ein paar Wochen erst bekannt. Also verstehe ich nicht. Ist das nicht Redmine, sondern das Abstimmungsverhalten da drin zu kommunizieren? Ja, ist an mir an der Stelle wirklich vorbeigelaufen. Und ich hätte gerne gewusst, woran lag das jetzt hier an der Informationsgeschichte? Hätte ich da zu den IT-Sitzungen kommen müssen oder so? Weil in der Fraktionssitzung haben wir, glaube ich, nicht darüber gesprochen, das im Redmine festzuhalten. Ja, ich möchte gerne wissen, an welcher Stelle ich das da die Info verpasst habe. Möchtest du direkt antworten, Michelle, bitte? Also ich antworte jetzt mal, damit Kai und Daniel nicht in den Verdacht kommen, dass sie sich hier immer so belobhudeln, weil sie Redmine so toll benutzen. Kriegen sie gar nicht mit, schade. Doch, habe ich mitbekommen. Ah, sehr gut. Dann schüttelt mal deinen Kopf. Nein, es ist tatsächlich so, seitdem wir das Tool benutzen und das Plenum da drin vorbereitet wird, seitdem die Dokumente da sind, gibt es auch immer entsprechende Abstimmungen. Ja, das und gesagt. Nee, das, ja. Dann kann der Kai das umfassend jetzt beantworten. Der ist dann... Zumindest die Prioritätstaste. Ja, also wir benutzen Redmine und zwar nur Redmine an der Stelle schon seit April letztes Jahr. Ja? Letzten Jahres, Entschuldigung. Dem Dativ. Das heißt, wir sind da in die Entwicklung des Tools gegangen und haben das in kleinerer Runde mal besprochen, aber auch hier öffentlich gemacht. Wir haben auch hier gesagt, wir fangen damit an, das zu tun. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir einen Beschluss dazu gehabt hätten oder so, sondern wir haben darüber geredet und du kannst es auch nachvollziehen, weil es nämlich nicht nur Daniel, Michelle und mich gab, es gab auch einen Grumpy darin. Genau. Diverse andere haben damals schon mal drin abgestimmt. Dann sind wir im Herbst irgendwann in die Phase gegangen, dass ich gesagt habe, ich hätte das jetzt gerne offiziell, wo dann die Kritik am Tool kam, das wäre zu unhandlich. Und aufgrund dieser Unhandlichkeit ist dann erst diese Webseite entstanden. Diese Webseite macht Ansgar, by the way, nur mal ganz nebenbei gesagt, in seiner Freizeit aktuell. Ja? Wenn die Fraktion jetzt sagt, ja, das ist ein guter Stint, diese Webseite, die ist aber noch nicht rund, ja, okay, dann kauft den Ansgar für ein paar Stunden ein und seht zu, dass er die Zeit hat, das zu machen und bezahlt ihn dafür. Und dann mal hier was wieder zu dem Ansatz, soziale Probleme mit Software lösen. Entschuldigung bitte. Erstens, die Abstimmung ist jederzeit transparent in dem Tool. Es ist jederzeit nachvollziehbar, wann hat wer was geklickt in dem Tool. Das heißt, wenn Michelle da eine Abstimmung eines anderen verändert, dann ist das im Tool nachvollziehbar und auch nicht löschbar. Das heißt, es ist nachvollziehbar, dass da manipuliert wurde. Und das ist in dem Fall, Michelle, tatsächlich Manipulation, was du da betrieben hast. Nachvollziehbar. Und zum anderen, muss ich einfach sagen, ja, so fucking what? Das ist nicht, ich verstehe das Problem an der Stelle nicht. Ich weiß nicht, warum das dann dazu führt, dass du sagst, das Tool ist für mich an der Stelle tot. Das haben wir bei den Abstimmungen auch schon gehabt. Ja doch, Toso, wenn ich natürlich irgendwas nicht machen will, dann kann ich jedes Argument zu sagen, zu nutzen, um das zu sagen, das ist tot. Ne? Das,
ist ja klar. Aber bitte, wir führen seit Wochen einen Dialog darüber. Seit Wochen gibt es da diese Webseite, dieses Pad, wo man Kritik einbringen kann. Man kann das da reinschreiben. Und der Ansgar nimmt seit Wochen auch Dinge auf und sagt, er macht das. Ich verstehe nicht, warum wir da jetzt in dieser Art darüber diskutieren müssen. Moni? Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage, Tose. Du hast gerade gesagt, dass das abends dann nicht mehr auszufüllen war. Ist das aber so geplant, dass das abends durchaus dann noch machbar ist? Oder wird das dann allgemein, sag ich mal, mit Plenarsitzungsende dann ab? Die neue Webseite, die Ansgar jetzt gerade programmiert, ist so vorgesehen, dass die Abstimmung jederzeit aufrufbar ist. Das heißt, es wird alle drei Plenumstage werden jederzeit aufrufbar sein. Dann wäre jetzt der Nico dran und... Ich wollte, was ich dir signalisieren wollte, ich wollte zum Ende was sagen. Sind noch weitere Redner da? Der letzte ist danach der Michel noch. Dann würde ich danach was sagen, weil es geht nicht. Dann raus. Alles gut, dann lass ihn. Ja, bitte. Ich wollte jetzt nichts Inhaltliches mehr sagen, sondern was Formales. Ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht an der Stelle. Ich habe zugelassen, dass dieser Top auf die TO kommt. Ich denke, also die Diskussion, weiß nicht, ist für Außenstehende wahrscheinlich schwer nachvollziehbar. Ich plädiere an der Stelle nochmal dafür, dass wir diese Diskussion in den dafür zuständigen Gremien packen, weil wir haben, auch wenn es nicht intendiert war, wir haben wieder eine Tool-Diskussion hier. Und deswegen, das ist grad schwierig. Und deswegen würde ich das dann in Zukunft dann dahin packen, um das dort zu diskutieren, um das jetzt nicht hier in dieser Runde machen zu müssen. Wir haben jetzt nur noch 1:20 und der Michel bittet um das Wort. Ja, da muss ich leider doch noch mal was sagen, weil das in den Gremien zu besprechen funktioniert ja nicht, weil am Ende kommt raus, wo wurde das eigentlich besprochen, wo ist das protokolliert. Also meine Intention war ja zu sagen, bitte benutzt das Tool so, wie wir es abgesprochen hatten. Das habe ich jetzt auch zweimal gesagt. Ich hoffe, dass das ankommt. Damit wäre das Ding für mich durch. Ich glaube auch, dass der Toso das soweit jetzt mitbekommen hat, dass er auch schon seine Kritik jetzt äußern konnte nochmal. Ich fand das wichtig, dass wir das tun, weil es ein relativ großes Projekt ist, womit wir hier vorangehen wollen. Und wenn wir das Tool so nutzen, wie wir es intendiert haben, wird das auch funktionieren. Und das war das, was wichtig war, was jetzt alle mitbekommen sollten. Und wenn ich das jetzt in der IT-Runde gesagt hätte, hätten alle genickt und gesagt, ja, das wissen wir doch schon. Da hätte es überhaupt nichts gebracht. Und der Tose möchte noch. Du hast 30 Sekunden. Nee, ich habe die kompletten... Danke. So, also erstmal möchte ich zu Kai sagen, Bullshit. Selbstverständlich habe ich dieses Tool angenommen und angewandt. Und ich lasse mir von dir nicht sagen, dass ich das nicht getan habe. Vielen Dank für die Unterstellung an der Stelle. Hätte ich das Tool gar nicht angewandt, so wie du das gerade hier von dir gegeben hattest, hätte ich diesen lustigen Bug gar nicht gefunden. So, ich fand den Streik toll. Ich bin sehr angenehm hier hingelaufen. Fand ich gut. Wir hatten auch sehr viel Spaß beim Gehen. Alles gut. Zum nächsten... Das sehe ich jetzt gerade gar nicht mehr als Tool-Diskussion, sondern grundsätzlich. Selbstverständlich muss dokumentiert sein, wie wir abstimmen, wie wir handeln, keine Frage. Aber das darf eben nicht änderbar sein von irgendwem. Ja, das kam jetzt gerade schon wieder rüber. Ja, wenn das dokumentiert ist, ist doch okay. Nee, ist es nicht. Auch dann ist das nicht okay. Es darf einfach nicht änderbar sein, bitte. Danke. Es war doch auch ein schönes Schlusswort zu dem Top. Ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir jetzt zu Top Nummer 5 mit der schönen Überschrift, die wir von Daniel übernommen haben. Caro hat ja auf der Fraktionsliste ein Konzept gepostet. Und unser Super-Serviceman Oliver hat da unten auch den Link dazu gesetzt. Es geht um die Vernetzung der Fraktionen. Möchtest du was dazu sagen, Daniel? Ich kann gerne was dazu sagen. Ich weiß nicht, Joachim ist jetzt gerade nicht hier, sehe ich das richtig? Joachim ist ja derjenige, der von uns hier in der Fraktion sich den Hut aufgezogen hat. Scheiße.
die Koordination zwischen Fraktionen und UFO zu übernehmen. Irgendwas mit Jamaika? Das war schlecht. Der Fuck. Achso, ja. Ich habe nicht ins Mikro gefunden. Ist auch nicht so schlimm, ich verstehe es immer noch nicht. Aber ich muss auch gar nicht alles verstehen. So wie ich zum Beispiel auch nicht verstehe, dass noch niemand was zu diesem Konzept halt irgendwie gesagt hat. Ich wollte das nur aufgreifen. Also die Fraktionenliste lesen ja hoffentlich alle 19 Abgeordneten, die wir haben. Wenn nicht, wäre das jetzt ein Tipp an der Stelle, die Fraktionenliste zu abonnieren und sich eben nicht auszutragen, Kai. Ich habe mich ausgetragen. Ich weiß nicht, Daniel hat es ja gerade auch schon kurz reingeworfen, ob das jetzt tatsächlich momentan noch so ganz aktuell ist. Ich glaube grundsätzlich schon, weil Zusammenarbeit zwischen BUFO und Fraktionen muss, glaube ich, weiter vorangetrieben werden. Die handelnden Personen innerhalb dieses Konzeptes sind nach wie vor im Bundesvorstand. Die sind ja nicht zurückgetreten, um einen außerordentlichen Bundesparteitag zu erzwingen. Und von daher können wir durchaus über dieses Konzept weiter diskutieren. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wir das auch zu einem anderen Zeitpunkt haben. Also ich weiß nicht, oder ich würde gerne einmal wissen, wer denn in dieses Konzept schon mal reingeguckt hat. Vielleicht einmal kurz durch Handzeichen signalisieren. Wenn das zu wenige sind, macht es ja keinen Sinn, jetzt darüber zu reden. Ja, ist fast die Hälfte. Ich möchte den Antrag stellen, das auf nächste Woche zu verschieben. Der Antragsteller möchte verschieben. Ich sehe jetzt auch keinen großen Widerstand. Dann verschieben wir auf nächste Woche mit dem Appell, dass sich vielleicht das alle noch mal angucken. Ja. Ja, alle wäre super. Alle wäre super. Nee, wir haben ja keinen Zwang hier. Oder? Ja, ja. Ist ja alles gut. Gut, dann ist der auf nächste Woche verschoben und wir kommen zu Top Nummer 5. Nee, 6 ist das, genau. Antrag Gigaliner für Europaausschuss, Beschlussfassung. Gibt es da noch was zu sagen? Wir haben Nico. Gestern kam der Text rum. Den habe ich eben vor der Fraktionssitzung noch kurz rumgegeben. Tut mir leid, war nicht wesentlich früher möglich. Oliver, inhaltlich kannst du noch was dazu sagen, weil das über den Verkehrsausschuss ging? Das ist übrigens im Wesentlichen der Text, der auch schon Freitag bekannt war, weil das stehen aber wir noch mit drauf. Also wir haben den ja Freitag schon mal rumgeschickt. Dort ist unser Antrag aufgegriffen. Wir sprechen uns allerdings in den beiden Ausschüssen dafür aus, dass wir auf den gemeinsamen mit drauf gehen, da uns in dieser Stelle eine Konfrontation nicht wichtig ist, sondern uns sind die Inhalte in der Stelle wichtig. Also wir haben uns ja mal dafür ausgesprochen, je nach Situation da mal zu gucken. Im Europaausschuss wird es außerdem Anträge geben, wo wir das genau nicht so tun und wo wir ganz im Gegensatz sagen, nein, dieser gemeinsame Antrag ist nicht das, was wir wollen, sondern wir bestehen auf bestimmte Punkte. Das ist hier in diesem Fall nicht der Fall. Der Europaausschuss ist jetzt am Freitag, ist also für den Ausschuss nur. Und die wesentlichen Änderungen sind, dass wir nochmal die anderen Punkte, die in diesem EU-Papier drinstehen, da teilweise lobend erwähnen. Na gut, von mir aus. Und es steht nochmal eine konkrete Ablehnung gegen Gigaliner drin. Das ist aus unserer Sicht so in der Form auch in Ordnung. Gut, keine weiteren Wortmeldungen, dann können wir den Entschließungsantrag abstimmen. Um es dem Protokollanten zu erleichtern, ich rufe die Namen auf, ab in der Reihenfolge, wie hier die Namen genannt sind, also so wie wir es im Mammel machen. Und ich fange an mit Birgit. Ich enthalte mich, weil ich gerade draußen war. Dann Dannebot. Das Gleiche. Du warst doch gar nicht draußen. Kai. Wir stimmen gerade den Entschließungsantrag ab und du bist dran. Du sollst dich nicht. Du musst einfach nur Ja oder Nein sagen oder enthalten. Kann man nicht im Rettner machen. Ich enthalte mich jetzt deswegen. Ich habe nicht aufgepasst. Dirk.
ist nicht da, ist gerade nicht da. Dietmar. Grumpy. Ja. Oliver. Dafür. Lukas. Dafür. Michelle. Dafür. Moni. Dafür. Daniel. Dafür. Joachim ist gerade nicht da. Nico. Dafür. Frank. Ja. Ich sag auch ja. Ich auch. Daniel auch ja. Stefan. Dafür. Olaf. Dafür. Toso. Selbstverständlich bin ich gegen Gigaliner. So, das sieht gut aus. Also der Entschließungsantrag ist positiv abgestimmt. Wir kommen zu Top Nummer 7. Beschlussfassung zur Fristverlängerung. Der Haushaltsplan muss bis zum 15. März eines jeden Jahres vorgelegt werden. Ja, der Fraktion. Aufgrund der besonderen Situation fehlen des GF, neues PGF-Team, beantragt der Fraktionsvorstand eine Fristverlängerung. Ziel ist der 8. April 2014. Antrag, die Fraktion beschließt, dass der Haushaltsplan im Jahr 2014 erst zum 30. April 2014 vorliegen muss. Gibt es dazu Redebedarf? Gut, dann können wir das. Toso. Im Beschluss steht Antrag, bla, 30. April und im Text steht, Ziel ist der 8. April. Ja, Ziel, ideal. Aha. Man setzt sich ein Ziel, was man von vorne hat. Ja, mit einem knappen Monat. Gut, dann können wir das jetzt abstimmen. Wer ist dafür, dass der Haushaltsplan erst bis spätestens 30. April vorliegen muss? Dann bitte ich um das Handzeichen. Bitte Pfoten oben lassen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag bei 2 Enthaltungen, keine Gegenstimme, angenommen. Eine Gegenstimme, oder? Ja. Wer war denn dagegen? Das habe ich nicht gesehen, du musst dich ein bisschen kräftiger nehmen. Okay, mit einer Gegenstimme angenommen. So, jetzt steht da Top Nummer 8, nicht öffentliche Teile, sehe ich aber um 11.03 Uhr noch nicht. Top Nummer 9 wäre dann schon Sonstiges oder Verschiedenes. Und da steht als erstes Sitz von Robert Stein. Ja, reingeschrieben habe ich die 3 hellblauen Punkte und zwar... Wenn ich das richtig verstanden habe, hat uns ja die Landtagsverwaltung gesagt, im Moment, nö, wir packen den Sitz nicht um. Die Frage ist, könnte man das nicht anregen, dass wir sozusagen als Fraktion das notfalls selbst machen oder die Kosten für einen Handwerker übernehmen, damit das zügig geschieht? Nico. Also ich glaube, die Kostenfrage ist da nicht das... das Hauptding und Daniel, korrigiere mich, die Landtagspräsidentin hat da Hausrecht und bestimmt auch die Sitzanordnung, das wird zumindest im Präsidium, über das Präsidium geregelt, im Zweifel der Ältestenrat und ja, wir sind da in der, wir haben da jetzt einen erneuten Anlauf genommen, der gestaltet sich ja erwartungsgemäß nicht so ganz einfach, aber jetzt einfach zu sagen, wir nehmen da irgendwas selber in die Hand, wird nicht funktionieren. Ich meinte das anzubieten, schlicht und ergreifend. Also ich habe auch jetzt nicht unbedingt die Kostenfrage, sondern eher, wenn ich das richtig verstanden habe, hieß es, Sie hätten jetzt nicht die Kapazitäten dafür. Also ne, Sie haben eine interne Haustechnik und so weiter, die müssen das ja alles machen.
wenn die tatsächlich ausgelastet sind, dass wir das schlicht und ergreifend von uns anbieten. Das heißt ja nicht, dass wir das selbst in die Hand nehmen, sondern dass wir das anbieten, einfach um Verhandlungsmasse zu haben. Aber okay, ich ziehe das zurück. Das ist, Daniel, das ist nicht, das, der Engpass liegt nicht daran, dass keine Kapazitäten da sind, also sozusagen, dass es da nicht möglich ist, die Arbeiten durchzuführen. Das Problem ist die Raumkapazität. Die Raumkapazität, der Plenarsaal ist voll. Das ist das Problem. Moni? Also um das richtig zu stellen, der Platz ist da, es gibt einen freien Platz. Also hier zu tun, als gäbe es den nicht, das stimmt so nicht. Also es gibt diesen freien Platz zwischen Grün und CDU und die möchten einfach nicht, dass Herr Stein dort sitzt. Das ist Fakt. Das ist, glaube ich, das, was im Moment dagegen spricht. Und nicht irgendwelche Raumkapazitäten und nicht das Geld, sondern dass diese beiden Fraktionen sagen, nö, wir möchten das nicht so gerne. Nico. Ja, also um das dann nochmal ganz, um jedes Missverständnis auszuräumen an der Stelle, also der Raum dafür ist da, den Platz gibt es noch nicht, der müsste dann geschaffen werden. So, dann haben wir es jetzt klar. Das heißt, ich fasse zusammen, der politische Wille ist nicht da. Ja, alles klar. Das heißt aber immerhin, dass da darüber diskutiert werden muss, denn den politischen Willen, also dann ist das, was ich in dem Landtagsbrief gelesen habe, vorgeschoben. Denn da steht nichts davon, dass die anderen Fraktionen das nicht wollen. Sondern da steht so sinngemäß, ich habe es so verstanden. Könnt ihr ein bisschen ruhig sein? Das Problem ist, er muss an den CDU, an den Grünen dran sein. Ja, also das heißt, er sitzt an den Grünen und CDU genauso wie bei uns. Nicht notwendigerweise, also so wie ich das feuerpolizeilich nicht. Du kannst dich einen Gang versperren, indem du in die Mitte einen Sitz tust. Gut, okay. Es ist mir egal, lass uns die Debatte hier beenden. Ich habe trotzdem noch die Wortmeldung von Daniel und von Dirk. Vielen Dank. Die grüne Landtagsfraktion, die jetzt irgendwie nicht so sehr davon begeistert ist, dass Robert Stein möglicherweise zwischen Ihnen und der CDU-Fraktion sitzt, ist die Fraktion, die hier vor, ich glaube, 3 Jahren, da möge mich zum Beispiel Gerd oder wer auch immer korrigieren, als Rüdiger Sagel bei den Grünen ausgetreten ist oder aus der grünen Landtagsfraktion ausgetreten ist, hier einen Riesenfass aufgemacht hat. Und Rüdiger Sagel am liebsten auch selber mit Akkuschrauber und so weiter und so fort sonst wohin gesetzt hätte und den Plenarsaal am liebsten sofort umgebaut hätte. Haben sich letzten Endes dann auch irgendwann durchgesetzt damit. Unsere Forderung oder der Wunsch der Mehrheit der Fraktion ist nun mal, dass Robert losgelöst von der Fraktion da aus unserem Block irgendwie sitzt. Wie und wo letzten Endes im Plenarsaal ist uns offenbar, so, das entnehme ich zumindest der Diskussion bisher, relativ wurscht. Wir haben da Beschlüsse zu und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen das letzten Endes durchziehen. Die Ergänzung, die Daniel vorhin noch gemacht hatte, ist meines Erachtens nach überlegenswert. Wenn da halt, also es entstehen ja Kosten dadurch. Also es gibt nun mal dieses Schienensystem. Da muss dann eine ganze Menge umgebaut werden. Das ist dann eben einfach so. Das kostet dann auch Geld. Da können wir sicherlich drüber reden, ob wir das aus unseren Fraktionsmitteln oder wie auch immer möglicherweise auch mit übernehmen würden oder keine Ahnung was. Lass uns darüber diskutieren gerne. Aber im Prinzip gilt halt weiterhin dieser Beschluss und einfach zu sagen, hier geht jetzt gerade irgendwie im Moment nicht, ist so ein bisschen suboptimal, sage ich jetzt einfach mal. Oder dann sollen sie sagen irgendwo, ne? Also CDU und Grüne wollen das nicht. Ja, dann haben wir eine politische Diskussion, die wir dann führen können oder wie auch immer, aber dann nicht irgendwie sagen, wir haben den Platz oder sowas im Plenarsaal nicht. Das ist einfach falsch. Dirk. Ja, also zusätzlich zu dem, was Daniel gesagt hat, wir haben jetzt hier lang genug gebittet und gebettelt. Wir hatten denen auch genug Zeit gelassen. Ich möchte jetzt dann auch mal langsam wirklich dann Fakten schaffen, aus meiner Sicht. Also wir können jetzt gerne nochmal das Angebot machen mit dem Geld, dass wir das meinetwegen auch zahlen. Und danach mal bitte prüfen, inwiefern wir da vielleicht sogar einen Rechtsanspruch drauf haben, dass er nicht mehr bei uns sitzt. Und das dann einfach mal durchziehen. Fertig. Gut, wir können ja mal schauen, ob wir den kleinen Verrechnungscheck irgendwie in den Briefkasten schmeißen. Oder
auf jeden Fall von Vorstandsseite einfach mal so frechen Kostenangebot, Kostenübernahmeangebot machen oder ähnliches. Ansonsten keine weiteren Wortmeldungen mehr zu dem Unterpunkt. Da sind noch zwei weitere bei verschiedene, die sind, glaube ich, beide von Daniel noch. Der nächste ist Fraktionsmailingliste TTIP. Ja, wollte ich nur darauf hinweisen, dass es mit jetzt eine Fraktionsmailingliste TTIP-Ads und so weiter gibt, mit der Idee, weil das ja mehr oder weniger so ein Querschnittsthema ist, was sich durch viele, erstens durch viele Ausschüsse zieht und zweitens auch noch eine ganze Reihe anderer Leute interessiert, sowohl Abgeordnete als auch Mitarbeiter, dass das eine Möglichkeit ist, uns so zu vernetzen, dass man einfach Informationen herschickt. Also wer Interesse hat oder so, lass uns diese Mailingliste nutzen und so ein bisschen beleben. Gut, vielen Dank, Daniel. Und dann noch zu deinem letzten Punkt, Landesmediengesetz. Ja, da nochmal der Hinweis, dass das für diejenigen, die sich dafür interessieren, das ist ein Monster, also ein Papiermonster. Und wir wären sehr dankbar, wenn es mehr Feedback dazu gäbe oder so. Lukas hat das erfreulicherweise so ein bisschen in die entsprechenden Arbeitskreise und Infolisten und so weiter gestreut, weil das echt viel ist. Und es wäre gut, wenn sich da noch mehr Leute mit beschäftigen könnten, sofern sie die Möglichkeit dazu sehen. Das will ich nur anmerken. Gut, vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Das heißt, wir haben nur noch die Punkte aus dem nicht öffentlichen Teil. Deshalb schlage ich vor, dass wir jetzt eine Pause machen. Pause bis 11.30 Uhr und danach gehen wir in den nicht öffentlichen Teil. Das heißt, lieber Stream, danach kommen wir nicht mehr on. Tschüss.